Vielleicht sollte ich Fertigkeitspunkte mal gerade gucken, bevor ich da reingehe, ne? Was machen wir denn? Ich würde eigentlich ganz gerne... Was haben wir hier? Wie frisst Beständigkeit? Erhöht Ausdauerregeneration. Das wäre schon mal nicht schlecht fürs Ausweichen. Handwerk brauchen wir noch nicht. Ich würde gerne am Anfang eigentlich was für den Kampf nehmen. Oder was für den Bogen. Ja, genau hier. Das ist doch nicht schlecht. Wir haben 6 Punkte sogar zu verteilen. Wir nehmen auf jeden Fall die Pfeilsalve. Das nehmen wir auch. Passiv ist immer gut. Die Pfeilsalve nehmen wir. Nehmen wir einen Giftpfeil. 10 Sekunden lang weitere 4. Ja, oder? Auf Dauer? Schaden über Zeit? Ja, komm. Wir haben so viele Punkte über. Man konnte sich darauf an irgendeinem Schrein zurücksetzen, ne? Wenn man irgendwie sich überlegt, man möchte doch lieber was anderes machen. Heuchelmord, Teleportationsschlag. Schatten. Passive können wir hier bei denen leider noch gar nicht machen. Das macht halt als Fernkämpfer keinen Sinn, Teleportationsschlag. Wir könnten das auf Fernkampf unleveln, ne? Das kriegen wir doch, glaube ich. Und zu einem Ausdauerfertigkeiten heilt euch. Erlaubt es euch, die Fähigkeit aus der Distanz heraus zu nutzen. Ja, das machen wir. Und dann haben wir immer noch 2. Meine Güte, was nehme ich denn jetzt noch? Bei der Rüstung weiß ich halt noch gar nicht, was ich nachher nehme. Es ist 21.07 Uhr. Danke für die Info. Okay, dann hat das Spiel also angefangen. Wer wollte nochmal nebenbei schauen, das Spiel? Der Waffe würde ich ein paar für Bogen nehmen, das habe ich ja gemacht. Ja, und den Hauptstädten der Bündnisse. Ah ja, genau. Ja, das mit dem Zurücksitzen. Genau, das ist nur, falls ich mir irgendwann überlege, ob ich doch mit 2 Waffen kämpfen möchte, als diese Klasse. Das ginge ja theoretisch auch ganz gut eigentlich. Als Nachtklinge heißt die Klasse, glaube ich, ne? Nachtklinge meine ich was. Verdammt. Ach, ich glaube, weißt du, die 2 Punkte lasse ich erstmal auf der Kante. Ich weiß gerade nicht, was ich nehmen soll. Ich will die jetzt halt nicht in irgendwas reinkloppen. Oder das. Oder wir gehen ein bisschen auf so sneaky. Das geht natürlich auch. Lebenskraft eines Feindes verursacht 322 Magieschaden. Heilt euch 10 Sekunden lang. Oder Heilung. Oder beides. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe ja noch 2 Punkte. Ich kann beides nehmen. Ja, dann nehmen wir einmal Schattenmantel und einmal Unfriede. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier unten in eine gescheite Reihenfolge bringen. Moment, was haben wir jetzt? Begebt euch in die Schatten, wäre die 4. Heilen wäre 5. Das ist ein bisschen weit weg für Heilen. Ich würde die tatsächlich tauschen wollen. Dann hätten wir auf der 1 magische Klinge werfen. 2 Pfeilsalve, 3 Giftpfeil. Ne, die 2 würde ich auch tauschen wollen. Nee. Och. So, dann haben wir nämlich auf der 3 mehrfach, also Flächenschaden. Ja, ich glaube, das ist, ups, das ist eine gescheite Skillung. Fürs Erste. Warte, da war doch ein Teil 3. Oh, haben wir Teil 2 verpasst. Drittens, Beobachtung zum Tempel der trauenden Quellen. Wozu brauchen die Toten all das Wasser? Unter den Bodenplatten dieser Kammer sind Stacheln aufgereiht. Sollen sie Besucher fernhalten oder dienen sie einem anderen Zweck? Da ist etwas im Dunkeln. Ich muss vorsichtig sein. Du warst anscheinend nicht vorsichtig genug, mein Lieber. Jetzt schauen wir mal, wo wir am besten... Da war halt auch mein Giftpfeil drauf. Schlückchen der Ausdauer, verdorbenes Fell. Wo müssen wir hin? Wir müssen einfach nur auf die andere Seite der Halle, glaube ich, ne? So. Oh, Mist, da stand ich dran.
ist auch witzig, ein paar Sachen sind tatsächlich nicht übersetzt, ne? Das ist mir jetzt schon bei mehreren Sachen aufgefallen, dass teilweise hier das Englische steht. Ja, na toll, voll reingerannt. Uldur, ich befehle es euch. Bei den Tränen der zwei Monde kehrt zu eurem Gefängnis zurück. Ach, hier ist ein Drachenritter dabei. Das wird mich nicht lange gefangen halten. Ihr seid mit Gadwen verbündet, nicht? Deaktiviert diese Fallen, damit sie sicher zu uns gelangen kann. Okay, Rurelion ist jetzt anscheinend nicht mehr besessen. Sprech mit Rurelion. Trotz all meines Wissens war der Einfluss von Uldur auf mich vollkommen. Ohne euer rechtzeitiges Eingreifen wäre ich wenig mehr als eine Marionette. Ach, Nordien guckt gerade Fußball, okay. Ab 15 wird der zweite Waffenslot freigeschaltet. Da kann man dann mit... Ach so, ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Mit dem letzten Patch sind einige Umsetzungen verloren gegangen. Super Patch. Seid ihr verletzt? Nur mein Stolz ist etwas angekratzt. Aber wir haben ein dringenderes Anliegen. Als Uldur meine Gedanken las, konnte ich auch seine lesen. Er hat vor, noch vor dem nächsten Morgengrauen Kenatis Rast mit einer Horde von Untoten zu überrennen und zu versklaven. Paint Diamond, hi. Willkommen. Schön, dass du auch wieder da bist. Uldur war ein mächtiger Maorma-Zauberer, der gelernt hat, wie er seinen Geist von seinem Körper trennen kann, und zwar selbst noch nach dem Tod. Er kann hunderte von willenlosen Formen gleichzeitig tragen. Zum Glück kenne ich seine Schwäche. Die da wäre? Der endlose Wasservorrat des trauernden Steins hat den Geist von Uldur an seinen Körper gebunden. Als Ealzil den trauernden Stein aus dem Tempel entfernt hat, hat er damit Uldur befreit. Wieder einmal bedeuten die schlampigen Methoden von Ealzil beinahe meinen Tod. Wie können wir das Gefängnis von Uldur wieder instand setzen? Diese Edelsteine bündeln die Kraft des trauernden Steins. Uldur hat sie mich aus seinem Grabmal entfernen lassen. Ich schlage vor, dass Gadwen den trauernden Stein vom Adlerstrand zurückholt. In der Zwischenzeit können wir das Gefängnis von Uldur instand setzen. Ganz einfach. Was ist der trauernde Stein? Das Herzstück dieses alten Khajiit-Tempels. Nach der Schreckensherrschaft von Uldur gaben die Meereselfen ihn an die Khajiit, damit er zum Schlüssel für sein Gefängnis werden konnte. Bin ich in Gefahr, getragen zu werden? Nein, und genau deshalb müssen wir beide es sein, die das Grabmal betreten. Nachdem er euch durch meine Augen sah, schien er überzeugt davon, dass es ihn vernichten würde, euch zu tragen. Aus irgendeinem Grund fürchtet er euch. Wenn er mich nicht beeinflussen kann, sollte ich dann das Grabmal alleine betreten? Sollte ich das Grabmal allein betreten? Nein, wir müssen das Grabmal gemeinsam betreten. Obwohl er euch nicht tragen kann, könnt ihr euch mit seiner Magie dennoch mühelos auslöschen. Wir haben nur dann eine Chance, ihn zu besiegen, wenn wir seine Aufmerksamkeit unter uns aufteilen. Okay, ich bin bereit, mich ihm zu stellen. Meister, ich weiß, was ihr plant. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euer Leben wegwerft. Rorelion will, dass Uldur ihn in Besitz nimmt. Sie werden beide für immer in diesem Grab eingesperrt sein. Aber so muss es nicht sein. Sperrt mich darin ein. Warum solltet ihr den Platz eures Meisters einnehmen? Rorelion ist zu wichtig für das Dominion, als dass er verloren gehen darf. Außerdem haben wir beide doch gesehen, wie sehr das Beschwörungsritual meinen Meister geschwächt hat. Mir gefällt das alles nicht. Bitte helft mir, Rorelion zu überzeugen. Ich werde mich gerne in diesem Grab mal einsperren lassen, um meinen Meister zu verschonen. Uldur ist eine Gefahr für die gesamte Insel. Wir reden erst nochmal mit Rorelion, was er sagt. Wir sollten uns beeilen. Uldur wird nicht lange gefangen sein. Gadwen möchte euren Platz einnehmen. Ach, das ist Wahnsinn. Ich habe schon so viele Sommer erlebt. Meine größte Leistung war es, Gadwen zu jemandem aufblühen zu sehen, der meine eigenen Taten in den Schatten stellen wird. Nein, sie muss den trauernden Stein zurückholen. Wir beide sollten uns Uldur stellen. Wen lassen wir denn da? Ist gerade bei den Reagenzien und Runensteinen schlimm geworden. Okay, bei den Runensteinen haben die das ja jetzt so angepasst, dass man alle drei Typen an einem Spawn finden kann, anstelle dass da
dann ein zufälliger Stein spawnt. Stimmt, das ist mir eben auch schon aufgefallen, dass da ziemlich viel drin ist. Dann liegt das wahrscheinlich daran, ne? Kommt heute Fallout 4. Oh, nee, heute nicht. Das war heute so ein ganz spontaner Stream, der nicht geplant war, wo ich einfach gedacht habe, ich habe Lust hier drauf und schmeiß nebenbei einfach den Stream an. Deswegen bin ich nur hier. Aber Montag dann wieder. Montag spielen wir Life is Strange am Anfang und dann wieder Fallout 4. Rumänien hätte vorhin fast das 1-0 gemacht. Hätte ich, glaube ich, lustig gefunden. Hast denn du einen Tipp, wie es ausgeht? Ich bin dieses Mal sehr, sehr schlecht informiert in Sachen Nationalmannschaften. Ich weiß nur, dass die Belgier als nicht mehr ganz so geheimer Geheimtipp gehandelt werden. Es ist aber immer sehr schade, wenn die Gastgeber direkt am Anfang verlieren. Ich würde tatsächlich Rurelion einsperren, einfach aus dem Grund, da er älter ist. Dann sollten wir keine Zeit mehr vergeuden. Ihr könnt das nicht tun, Meister. Doch. Das Dominion wird ohne mich gedeihen. Es ist viel stärker, als es weiß. Dann sollte ich den trauernden Stein bergen. Leb wohl, Rurelion. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ihr, ich werde keine vergiftete Kleidung tragen. Wir sind vergiftete Kleidung, na super. Das ist ja sehr erbaulich. Ich habe noch einmal überlegt, was man mit vereinter Macht erreichen könnte, Uldur. Ich gebe mich freiwillig dafür hin. Ich wusste, dass die Macht euch verlocken würde. Sehr gut. Und jetzt? Angreifen? Beeilung! Platziert die Tränen der zwei Monde auf den Podest! Verdammter Narr! Ich werde eure Freundin in Asche verwandeln. Was für Podeste? Was für Podeste? Oh Gott. Kleidung. Ach, da oben. Spotten lassen. Yeah, mach doch die Blitze fort. Oh, shit. Oh, es hat gereicht. Ich bin weg hier. Nein. Ritzel woandersrum. Verdammt. Ah, das erinnert mich an Final Fantasy gestern. Verdammt. An die Donnersteppe. Das ist doch genau das Gleiche. Hat das gereicht? So, und der letzte noch. So. Wertloser Lumpen! Dieses Grab kann mich nicht für immer gefangen halten. Das ist ja auch ein ganz, ganz böser Dämon, der sich hier von einem kleinen Springbrunnen in Schach halten lässt, ne? Frankreich wird sicherlich gewinnen, aber es wäre schon lustig, wenn die Franzosen ihr erstes Spiel im eigenen Land verlieren. Los, schnell! Ich spüre, wie die Schwäche von Uldur schwindet. Beeilt euch und berichtet Gadwen vom Erfolg des Plans. Aber trauert nicht um mich, Freundin. Ich habe ein nützliches Schicksal verdient. Nur wenige können das sagen. Was wird mit euch geschehen? Uldur wird mich am Leben erhalten. Lieber ein lebender Körper als ein staubiges altes Skelett, schätze ich. Ich hatte immer gehofft, einmal mehr Zeit zum Meditieren zu haben, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Lebt wohl, meine Freundin. Ihr seid ein Vorbild, nach dem alle im Dominion streben sollten. Lebt wohl. Wo müssen wir raus? Da müssen wir raus. Na, jetzt mach doch die Tür auf. Es ist geschafft, nicht wahr? Rurelion ist da drinnen mit dem Monster eingesperrt. Ja.
Vergebt mir. Uldor durfte nicht frei auf dieser Insel herumlaufen. Es musste etwas getan werden und ihr hattet die Stärke, das zu erkennen, was ich nicht zu erkennen vermochte. Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde dafür sorgen, dass der trauernde Stein jederzeit gut bewacht wird. Ich sollte einen vollständigen Bericht verfassen, damit das Dominion die Bedrohung begreift, die die Fähigkeiten von Uldor darstellen. Was ist mit Rorelion? Es bringt nichts, über die Vergangenheit zu klagen. Rorelion lebt und das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt. Er ist ein großer Mann, ein guter Mann. Es schert mich nicht, wie lange es dauert. Ich werde einen Weg finden, ihn von diesem Monster zu befreien. Vergebt mir. Ihr habt so viel getan, um einer Fremden zu helfen. Das werde ich euch nicht vergessen. Ich kann ein Portal zum Tempelhof öffnen, wenn ihr wollt. Wow. Damit wir einen Raum schneller vorwärts kommen, das würde ich sehr schätzen. Bitte sehr. Beeilt euch. Es bleibt nicht lange. Schwupp. Und, Aufstieg. Stufenaufstieg. Du hast es mit Blitzen, oder ja? Wenigstens war diesmal keine Rico dabei. Ach komm, ich kann auch nichts dafür. Was ist denn hier passiert? Die hat halt Angst vor Gewitter. Guck mal, jetzt sitzen die hier alle gechillt rum. Kümmert euch nicht um Ilring. Wir sind wieder zusammen und das alles dank euch. Ich kenne euch nicht. Ich habe ewig gewartet, um Zeit mit meinem Liebling zu verbringen. Allerdings unter vier Augen. Mhm. Habt ihr den Ruf von Sitis gehört? Er wurde von den heulenden Geistern unterdrückt, aber jetzt ruhen sie in Frieden. Ich höre nichts. Dann müsst ihr zu den Lebenden gehören. Meine Augen sind verschleiert. Meine Zeit hier geht zu Ende. Okay. Ich quatsche jetzt hier aber nicht mit allen Geistern. Was machen die? Die machen hier lustige, feuchtfröhliche Wasserspiele. Das Wasser fließt wieder. Unsere Seelen sind nicht länger durch die Magie von Uldor gebunden. Hauptsache, der Geist kann einen Metkrug halten. Läuft. Grüße. Seid gegrüßt. Gut. Ich würde sagen... was machst du hier? Ich weiß nicht, warum Rorelion sich in das Grab dieser Kreatur einsperren würde. Weil aber ich verkackt schätze, hast. Er wird nicht da sein, um meine Experimente zu untergraben. Habt ihr meinen Brustkorb gesehen? Dieser milchtrinkende Zaubermeister hat mich über diese drei Haufen verteilt. Was? Eine Kriegerin, Teil eines Stoßtrupps aus Windhelm. Wir haben diese Insel vor langer Zeit angegriffen. Hey, als ihr meinen Schädel von dem Körper dieses Argonias gehauen habt, habt ihr euch da gemerkt, wo er gelandet ist? Nein? Na gut, ich suche weiter. Warum sollte es einen Geist interessieren, wo die Teile des Körpers gelandet sind? Das ist doch eigentlich egal. Außerdem ist da ein Schädel dran an dem Skelett. Ich finde Rico irgendwie überflüssig. Ich habe sie damals nie gelevelt. Die war halt dabei. So, dann schauen wir mal gerade unter K. Ui. Was machen wir denn? Qual, ihr lasst einen Feind Qualen erleiden, wodurch diese 30 Sekunden lang verwirrt wird. Oh, kann man machen? Muss man nicht. Verschleierter Schlag. Greift ihr mit verschiedenen mit verschleierter Schlag an, während ihr schleicht oder unsichtbar seid, so wird euer Ziel 4 Sekunden lang betäubt. Ich würde es gerne in was Passives hier. Guck mal, sowas. Erhöht eure Waffen und Magieschaden um 5%, solange ihr unsichtbar seid oder schleicht. Das ist gut. Oh, das gefällt mir. Der Teleportationsschlag macht noch immer keinen Sinn für uns. Ich gucke mal gerade, ob wir bei Volk hier was... Bogenschießkunst können wir nicht weiterleveln, ne? Das ist ja schon... Das ist ja quasi unser Völkerbonus. Oder verbessertes Verstecken. Oder Bogen? Ne, da können wir noch nichts Neues machen. Dann würde ich wohl tatsächlich hier die Meisterassassine nehmen. Ja. Okay. Ich
Nidhasaksloch. Ach, das ist diese das Nebenquest, was wir vorhin angenommen haben. Wir haben jetzt das hier tatsächlich fertig, das Hauptquest. Und was ist das? Geht nach Mistral. Liegt hier auf dem Weg, ne? Dann würde ich hier jetzt hingehen. Das Problem ist, da haben wir natürlich keine Markierung. Ja, ne? Irgendwie nach Norden, so. Pi mal Daumen. Auf mir der stärkste meiner Krieger. Da. Ja. 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 Ich habe das Gefühl, der Wolf ist relativ langsam, aber es kann ja eigentlich nicht sein. Die Reittiere müssten ja eigentlich alle schnell gleich schnell sein. Moment, yeah, da rein. Ach, Moment, warte. Wir hatten doch. Hier. Einen neuen Bogen. Und das hier nehmen wir als Zweitwaffe, glaube ich, wenn wir 15 erreicht haben. Ach, du bist gar nicht böse. Ich dachte, du wärst böse. Deswegen habe ich auch noch schnell die Waffe gewechselt. Seid gegrüßt. Hi. Die stehen hier einfach nur rum. Tapfere Banditen sehnen sich nicht nach dieser Welt. Bedenkt meine Worte. Sie werden es sich zweimal überlegen, ehe sie wieder an diese Küste kommen. Wer ist er? Wir haben ihn doch noch gar nicht getroffen, oder? Alle 20 Sekunden in Stellen die Fertigkeit deiner Reittiere um eine Stufe erhöhen. Dann werden die auch schneller. Das kostete aber ziemlich viel Gold, glaube ich, ne? Oder wie war das? Ich konnte mir das nämlich beim letzten Mal spielen nämlich nicht leisten. Hi. Habt ihr Kari gesehen? Er ist verschwunden. Wer ist Kari? Der Sohn von Solana. Als sein Vater dem Skoma erlag, hat Kari geschworen, sich an den verantwortlichen Schmugglern zu rächen. Diese hat versucht, ihn aufzuhalten, ganz alleine loszugehen, aber Kari wollte nicht hören. Ich habe eine Notiz über einen jungen Khajiit gefunden, der in Hasaks Loch gebracht wurde. Ja, das ist Kari. Bitte, ihr müsst ihn finden. Er ist alles, was Solana noch bleibt. Okay, ich werde euren Sohn finden. Solana hat in Mistral viele Dinge gehört. Hasak führt die Skoma-Händler in einer Höhle in der Nähe an. Der Eingang ist am Strand gegenüber des Katzenaugenkais. Alle 20 Stunden, okay. Ich wollte gerade sagen, alle 20 Sekunden wäre ein bisschen heftig. Du kannst ja auch ein eigenes Ziel auf der Karte setzen, okay? Oh je, hi, willkommen im Chat. Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Dodo? Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll sonst. Wer ist Hasak? Ein übler Skoma-Händler. Hasak zerstört mit seinem Dreck ganze Familien und zieht große Krieger in den Schmutz. Was ist Skoma, wissen wir schon. Das hat uns ja schon die Drogendealer-Familie erklärt. Hier, ne? Zuckerrohr und doppelter Rum, oder wie war das? Erzähl mir mehr von eurem Sohn. Kari hat noch nicht gelernt, dass Furcht und Hass das Urteilsvermögen beeinträchtigen. Solana sagte ihm, dass es töricht wäre, auf Rache zu sinnen. Aber er ist ein Junge und die haben bekanntlich wichtigere Dinge zu tun, als auf ihre Mütter zu hören. Ja? Was ist eurem Mann zugestoßen? Er hat sich bei einem schlimmen Unfall den Rücken ruiniert. Er nahm Skoma, um die Schmerzen zu lindern. Und es hielt ihn aufrecht, machte ihn aber auch zu seinem Sklaven. Nach Jahren des Missbrauchs ist er zu einer leeren Hülle verfallen. Zu einem fahlen Abbild seiner selbst. Okay. Schauen wir mal. Hier geht's rein. Hasaks Loch und betretet Hasaks Loch. Das ist auch das Quest. Okay. Und dann tun wir das doch. Hallo. Ist die Quote an Khajiit normal? Habt den Eindruck, dass du permanent über die stolperst? In dem Gebiet hier glaube ich ja. Ja. Weil... Oh Gott, jetzt lyncht mich bitte nicht, wenn ich
falsch das sage, aber die Khajiit gehören ja mit zur Altmeri-Dominion. Und wir als Waldelfe ja auch, glaube ich, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich kann halt jede Klasse in jeder in jedem Bund spielen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich den richtigen Bund für meinen Charakter gewählt. Und also Altmeri-Dominion müssten Hochelfen, Waldelfen und Khajiit sein. Und entsprechend treffen wir hier auch gerade primär auf diese drei Völker. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, Dolchsturzbündnis ist es, hätten, dann würden wir auf primär auf Nord. Wer gehört noch dazu? Die Nord gehören dazu. Die Echsen, wie heißen die Echsen nochmal? Agonia und... Wer fehlt denn noch? Dunmer, oder? Die Dunmer gehören, glaube ich, auch zum Dolchsturzbündnis. Das ist bei dem Staatsgebiet, wären es die drei Völker und... Wer fehlt da noch mit den Bretoniern? Bretonen, wer gehörte noch zum letzten? Ebenerzpakt ist das letzte, ne? Ebenerzpakt wäre... Ach, ich krieg das auswendig nicht mehr so ganz auf die Kette. Hochelfen, Waldelfen, Khajiit sind Dominion, genau. Dunkelelfen, Nord, Agonia. Sind Dolchsturzbündnis, ne? Und wer war nochmal Ebenerzpakt? Das waren die Bretonen. Wer fehlt denn noch? Oh, hi. Das habe ich fast übersehen. Kromonos weiß das alles. Ich weiß gerade nicht mehr, wer zum... Dunkelelfen, Nord und Agonia sind das Dolchsturzbündnis. War das so rum? Und wer war dann Ebenerzpakt? Oder wie rum? Ach, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall 9 Völker. 10, wenn man die Kaiserlichen noch spielen kann. Das war bei der imperialen Edition dabei. Bolgas Buch der Inselbestien. Das haben wir doch schon gefunden. Das müssen wir ja nicht nochmal uns anschauen. Liegt das hier mehrfach rum? Ah ja, ich erinnere mich, die Bücher lagen mehrfach rum, ne? Hinfort, Banditin! Dieser wird niemals mit Hasak zusammenarbeiten. Ich bin keine Banditin. Eure Mutter hat mich gebeten, euch zu retten. Mutter hat euch geschickt? Ja. Ah, es ist gut, dass sie mich hier nicht so sieht. Verschnürt wie einen Festtagsbraten. Die Banditen waren eine größere Herausforderung, als ich erwartet hätte. Ah, sie hätte ja schon ein paar töten können, als sie die Höhlen ausgespäht hat. Aber nein, ständig muss sie mich auf die Probe stellen. Rotwadronen, ja genau, die gehören auch noch dazu. Da Kromonos schreibt gerade, Dunmer, Nord, Agonia sind Ebenerzpakt. Bretonen, Rotwadronen und Orks. Ach, die Orks habe ich vergessen, genau. Dolchsturzbündnis, Altmer, Bosmer und Khajiit, Altmeri Dominion. Genau, das ist die Aufteilung. Du kannst aber, halt wenn du die Imperial-Edition geholt hast, kannst du die Kaiserlichen spielen. Die Kaiserlichen können, glaube ich, in jeder Partei, in jedem Bündnis spielen. Und wenn du das Entdeckerpaket hast, so wie ich, dann kannst du jedes Volk in jedem Bündnis spielen, wenn du möchtest. Aber ich habe mich halt für die Altmeri-Dominion wegen der Story entschieden. So, was meint ihr damit, als sie die Höhle ausgespäht hat? Ihr dachtet, sie wäre nur eine arme, jammernde Witwe. Ha, Mutter ist nicht das, wonach sie aussieht. Jetzt öfter vorbei. Hi. Sie hat mich ermahnt, erst einmal abzuwarten und alles genau zu beobachten, ehe ich mich Hasaks Loch nähere. Ich habe noch viel zu lernen. Sagt mir, was hier vor sich geht. Ich habe versucht, im Gedenken an meinen Vater Vergeltung zu üben, aber ich wurde dabei von Banditen gefangen. Mutter sah, wie ich gefangen wurde und hat euch zur Unterstützung hierher geschickt. Als nächstes macht ihr mich los und wir töten Hasak für seine Verbrechen. Ganz einfach, seht ihr? Ich bin hier, um euch zu befreien, nicht um Hasak zu töten. Und wenn ihr mich dann befreit, werde ich alleine gegen Hasak kämpfen und wahrscheinlich dabei sterben. Hasak wird noch mehr Familien mit Skoma vergiften. Dann schwört der nächste Rache, wird von Banditen gefangen und wartet in dieser Höhle auf seinen Tod. Oder wir töten Hasak. Immer noch alles ganz einfach, ja? Gut, nun löst meine Fesseln, damit wir nach dem Schlüssel zum Versteck von Hasak suchen können. Ein Hieb, ein Schlag, ein Stich und fertig. Alles klar. Kümmern wir uns drum. Ich kann es kaum glauben. Ich bin frei. Ich nehme an, wir müssen hier durch die Tür, oder? Oh, ach, toll, jetzt spawnt der. Ah,
verschlossen. Hier muss es irgendwo einen Schlüssel geben. Okay, also alle Banditen töten, bis wir einen Schlüssel gefunden haben. Mir fällt mir ein, wir... Ist der Spieler gerade ins Wasser gesprungen da? Auf die Seite! So, Nummer 1. Nein, ich will nicht reden, ich will plündern. Der hat nichts zu plündern, deswegen. So, da haben wir Gold. Wo ist denn hier noch einer? Da hinten steht wieder einer. Und hier auch noch einer. Ach, da ist der Schuss. Sehr gut. Müssen wir gar nicht alle töten. Plopp. Eingeplumpst. Was passiert, wenn man auf den Chat guckt? fällt man schon mal ins Wasser. Kaiserliche sind aus der Kaiserstadt und können in allen Bündnissen gespielt werden, genau. Ach, du hast auch das Entdeckerpaket. Entsprechend auch ein Dunmer beim Dominion. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, bei mir ist halt Zufall tatsächlich, dass mein, Lieblingsvolk bei dem Bündnis spielt, das, wo ich die Story bisher, zumindest von den Anfängen her, am liebsten mag. Aber ich, Welpe. Ja, guck mal, da sind wieder englische Zeichnungen dabei. Kein Grund zur Sorge. Was ist das? Kehrt zu lang. Achso, das ist das Rest. entschuldigt die Verfehlung unserer Lieferanten. Unser Lieferant hat Verdacht geschöpft. Macht euch keine zu großen Sorgen bei entsprechenden. Die entsprechenden Münder werden gefüttert. Wir haben euren verirrten Vogel, meine Güte, jetzt habe ich es aber mit dem Lesen. Verirrten Vogel wieder eingefangen. Der Sturm hat seinem Bauch übel mitgespielt, aber wir glauben, dass er gerettet werden kann. Wenn er bis zu den nächsten Vollmonden nicht bei euch ist, sind wir aufgeflogen und sollten nicht weiter miteinander kommunizieren, R. Ups. Das war die Windows-Taste, nicht halt. Okay. Was haben wir hier noch? Getränk. Ein Getränk. Wir nehmen ein Getränk mit. Und die Fässer sind leer. Okay. Das heißt, hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe, glaube ich, ein Rotwadron auf Level 10. Habe es mal angezockt, aber dann das Interesse verloren. Okay. Ich hatte von einem meiner Zuschauer vor 4 Monaten die Imperial Edition und Entdeckerpaket geschenkt bekommen. Ach, wie cool! Ich glaube, wenn er wüsste, was er damit angerechnet hat, hätte er es sein gelassen. Bist du so schlimm am Suchten im Moment? Ja, das ist halt, ne? Habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Das ist halt auch echt ein Spiel, wo du Stunde um Stunde reinstecken kannst. Weil es halt einfach unglaublich umfangreich ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es dauert, hier alle Quests und so weiter zu erledigen. Och ja, wenn wir besser rausgeschwommen, wären wir wahrscheinlich schneller gewesen. Ja, und ich kann hier nicht reiten, ganz toll. Ach, wir müssen, glaube ich, eh schwimmen, ne? Oh, hätten wir es gleich machen können. Super. Ich habe seitdem kein anderes Spiel mehr angefasst. Ach, der ist ja gerade so schlimm. Sie ist in Steam. Wieso, wie viele Stunden hast du da auf dem Tacho? Ich bin jetzt auf Champion 260 und habe noch immer nicht alles gesehen. Krass. Also weit habe ich ja nie gespielt. Ich muss ja sagen, ich bin, was mein... Ach, ich laufe, glaube ich, gerade in die falsche Richtung. Was so den Umfang oder die Spielzeit, die ich hier reingesteckt habe, angeht, bin ich dem Spiel bei weitem nicht gerecht geworden. Also das Spiel hat so viel zu bieten eigentlich. Aber, Was habt ihr getan? Kari und ich haben Hasak getötet. Dann habt ihr geschafft, was ich nicht konnte. Achso, die hat das gerade so entsetzt gesagt. Mein Mann ruft nun bei den Ahnen, frei von dem Skoma, dessen Sklave er geworden war.
Hasak war euer Mann. Kari hat seinen eigenen Vater getötet? Das ist als aber hardcore. Als er sagt, dass Skoma leidenschaftlicher in die Arme schloss als mich, habe ich ihm jede Möglichkeit gegeben, seine Freiheit zurückzuerlangen. Aber Skoma-Händler sind Sklavenhändler des Geistes. Als Hasak ein Geschäft aus seiner Sucht machte, gab es kein Zurück mehr. Wie habt ihr all diese Schmuggler getötet? Ich habe sie erst mit Giftpfeilen gelähmt und dann mit einer Klinge erledigt. Ich habe zu jedem von ihnen gesprochen, ehe ich ihm die Kehle mit einem Sichel montierte. Diese klauenlosen, glattrasierten hatten es dafür, dass sie Karis Vater in ihre schmutzigen Geschäfte hineingezogen haben, nicht anders verdient. Ah, das ist so eine richtig hinterlistige Assassine. Ich mag sie, sie ist mir sehr sympathisch. Warum habt ihr nicht geholfen, Hasak zu töten? Ich habe die Inbrunst der Monde in euch bemerkt und euch ausgesandt, um Kari zu helfen. Das ist auch Hilfe, ja? Aber ich würde gerne wissen, wie mein Sohn sich gegen Hasak geschlagen hat. Hat er tapfer gekämpft, wie er es gelehrt wurde? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Der hat, boah, er ist nicht gestorben. Dann lernt Kari, sich Verbündete zu suchen, anstatt auf eigene Faust loszuziehen. Er zeigt mir, dass er bereit ist. Mit etwas Zeit und Übung wird er seinen Ahnen Ehre machen. Wer seid ihr beiden genau? Azir Trajijazeri. Wir nehmen mit Gewalt, was uns zusteht. Beim Tanz der zwei Monde studieren wir den schmalen Grat zwischen Gerechtigkeit und Rache. Wir schulen uns darin, stets den Unterschied zu erkennen. Genießt euer Leben, Wanderin. Man weiß nie, wann einem die, die man liebt, aus den Händen gleiten. Egal, wann ich Steam aufmache, der Chromanos spielt Teso. Ach, so ist das also. Mal überlegen. 4 Charaktere, einer mit 9 Tagen, 7 Stunden, 8 Minuten, reine Spielzeit. Einer mit 15 Tagen, 23 Stunden, 17 Minuten, einer mit 6 Tagen. Und den 4. weiß ich jetzt. Ach so. Müsste ich umloggen und nachschauen. Okay. Meine Herren. Gibt es für PC eigentlich auch das PvP-Gebiet? Wo ist denn das eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Der Kampf um die Kaiserstadt. Ist das, war das bei dem ersten DLC dabei? Ist das PvP-Gebiet? Das donnert schon wieder. Kari, ihr habt getan, wozu Mutter nicht in der Lage war. Ich mag dieses Wetter. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, um die Ehre unserer Familie wiederherzustellen. Diese Wetteratmosphäre und so, das ist total cool. So, ich guck mal gerade, wir haben nämlich einiges an Rüstung bekommen. Ja, Mutter, ich werde unter den zwei Monden tanzen, wie ihr mich gelehrt habt. Reduziert die Kosten vom Sprinten. Dann müssen wir eure Ausbildung abschließen. 148, 101, 180. Wie schöne Gewehrt verwerten 285% mehr Inspiration. Oh, das ist eine Hausnummer. Dieser einfache Überzug besitzt einen süßen Duft. Überzug, weil Zucker statt Überzug. Was für ein gekonntes, raffiniertes Wortspiel. Wir ziehen die Kampffeste an. Und die Hose. Wir haben nämlich noch tatsächlich die Hose des Seelenberaubten getragen. Sonst haben wir nichts Neues, ne? Nee. Cyrodiil ist das PvP-Gebiet. Nein, Kaiserstadt DLC ist PvE. Da kann man ins Innere der Stadt, ohne PvP machen zu müssen, aber da alleine durchkommst, knapp mit... Mal überlegen, 100 Meter, okay? Ich weiß nicht, hab halt soweit nie gespielt, das ist eigentlich bescheuert. Ich habe mir das DLC damals extra gekauft und habe dann das doch nie gespielt. Macht schon Spaß, wenn man eine Gruppe hat mit 10 plus. Das glaube ich. So viele Leute habe ich leider nicht, die das hier mitzocken. Ich habe das mit dem Sonnenhexer zusammen gespielt und ich glaube, das war's schon. So, dann schauen wir mal. Wir müssen nach Mistral. Ne? Das ist, glaube ich, gerade die einzige Aufgabe, die wir machen können. Hey, wo wird's angezeigt? Da drüben. Na toll, da müssen wir rüber schwimmen, ne? Hätte ich gar nicht den Wolf rufen müssen. Dann schwimmen wir. Da
Wahrscheinlich sind wir auch direkt in Mistral da drüben. Da muss ich überhaupt nicht reiten. Katzenaugen Kai entdeckt. Hier ist viel los. Warum ist hier so viel los? Und früh die Kanonen verändert werden. Was? Hi. Was macht ihr denn an hier? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu weit vom Gebiet her. Ich soll hier noch gar nicht hin. Sprecht mit Rasumdar. Oh ja, wir gehen zu Rasumdar. Mein Liebling hier im Spiel. Der nächste Sturm zerstört es eh wieder. Wo steht der denn rum? Mir fehlt der ein oder andere Kampf. Würde es ja mitsagen, habe es aber leider auf der PS4. Ich finde sowas so schade, dass die das nicht serverübergreifend mit den Konsolen und dem PC machen können, weil eigentlich unterscheiden sich die Spiele in irgendwas, dass das nicht funktionieren könnte? Die Steuerung, aber das ist ja am jeweiligen Bedienerende quasi. Ich finde sowas sehr schade. Das ist genau wie bei Diablo 3, da finde ich das auch total schade, dass man das nicht so übergreifend zusammenzocken kann. Ich finde das total cool. Ach, guck mal, Rasumdar steht hier so richtig gechillt an der Stadtmauer. Der ist schon eine coole Sau. Dieser hat so einiges gehört. Ihr hattet viel zu tun. Gut, ihr passt nun besser dazu als jemals zuvor. Was habt ihr zu erzählen? Ich habe die Probleme in den zerrütteten Untiefen und im Tempel der trauernden Quellen beseitigt. Ihr seid eindeutig dazu ausersehen gewesen, uns zu helfen. Jona und Yoda haben einen Sinn für Humor, ja? Und natürlich denkt Ras, dass Diskretion belohnt werden sollte. Was soll ich mit einem Magierstab? Bleibt bei Verstand, meine neue Freundin. Die Häuser Mistrals ziehen dunkle Schatten und Vipern lauern im hohen Gras. Was meint ihr? Mistral ist das Juwel der südlichen Meere. Ein freier Hafen mit Handelsverbindungen nach Halb-Tamriel. Botschafter des Dominions sind vor Wochen eingetroffen, um über seinen Beitritt in die Allianz zu verhandeln. Leider ging dies nicht reibungslos vonstatten. Die Leute verbünden sich im PvP-Gebiet. Da muss man niemanden kennen. Ja gut. Unterscheiden sich darin, dass jede Plattform damit selbst Geld verdienen will. Ah, das würden die Server nicht mitmachen, das ist wahr. Das ist leider wahr. 0:0 zur Halbzeit. Ah, okay. Ist das Spiel denn gut? Also lohnt sich das Gucken oder ist das mehr so ein, ja, lahmes Gekicke? Warum? Was ist geschehen? Genartis Rast hat ein altes Abkommen mit den Maorma. Sie behaupten, die Flotte des Dominions hätte in ihre heimatlichen Gewässer vordringen wollen. Das ist bei den Verhandlungen eine echte Streitfrage. Der Silvenar könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sucht ihn und gebt ihm diese Marke. Dann wird er wissen, dass ihr eine Freundin seid. Ohne die Unterstützung von Mistral wird das Dominion seine südlichen Küste nur unzureichend beschützen können. Aber wir sind nicht hier, um irgendetwas zu erobern. Der Silvenar weiß das. Er ist in der Kanzlei und sucht nach einer friedlichen Lösung. Ah, erzählt mir vom Dominion, wer ist der Silvenar, wer seid ihr wirklich? Das wird er uns garantiert nicht sagen. Die Hochelfen, Waldelfen und Khajiit haben sich unter dem Adlerbanner vereint. Sie möchten unsere Grenzen vor Invasoren sichern. Vor dem Bündnis und dem Pakt. Aber das ist keine leichte Aufgabe. Und natürlich führt Königin Eiren unser Dominion. Nochmal, wer ist der Silvenar? Er ist die Stimme und der Geist der Waldelfen. Oh, also mein Sie Boss. Sagen, er ist... war und wird ihr größter Anführer sein. Was auch immer das bedeuten mag. Dieser kennt ihn als unübertroffenen Diplomaten. Er ist außerdem die größte Hoffnung des Dominions, diese Angelegenheit friedlich zu lösen. Und wer seid ihr wirklich? Rasumdar ist nur ein einfacher Khajiit. Er wünscht sich nur das Beste für die Leute von Tamriel. Und einen Sattel, der den Schwanz nicht einklemmt. Eines Tages... Okay.
Leider ist gerade die Steuerung das größte Problem, um plattformübergreifend zusammen zu zocken, auch wenn die Consoleros das jetzt wohl nicht gerne hören, aber mit Controller brauchst du eine Zielhilfe. Das ist gegenüber den PC-Spielern am Ende nicht wirklich fair, deswegen haben die das auch noch nicht umgesetzt, okay? Lahmesgekicke trifft es ganz gut. Frankreich hatte ein paar gute Chancen, ansonsten nix. Mein Stream hat mehr Unterhaltungswert. Oho, mehr Unterhaltungswert als ein Nationalspiel. Das ist aber schon Tja, natürlich erinnert ihr euch nicht schlecht. Ihr hattet eure sechste Flasche Pflaumenbrandy. Sechs? Das erscheint wenig. Tee, das war nach drei Schluck Trübaugenbrandy und einer Flasche Mondzuckergeist. Ihr habt Glück, noch am Leben zu sein. Das hatte ich vergessen. Sie mischen die Getränke hier mit Mondzucker. Ja, wie in den meisten kajitischen Häfen. Wir sollten jetzt über einen Weg aus diesem Schlamassel nachdenken, nicht wahr? Nicht wahr? Ich mag den Akzent von den Kajit sehr gerne. Matbia. Was sind das denn hier für welche? Sie sieht aus wie ein Ork. Ich glaube, sie ist ein Ork. Und er ist, glaube ich, auch ein Waldelf. Gut, wo müssen wir hin? Wir müssen, glaube ich, da drüben hin. Wir müssen, glaube ich, mit dem Chef quatschen. Nur keine Hemmungen. Ihr wollt doch, was wir anbieten, nicht wahr? Das ist eigentlich mein kleiner Fennek. Hinter dieser Meeresenge ist eine bösartige Schlange, die nur darauf wartet, zuzuschlagen. Wir hätten diesen Ort schon bei unserer Ankunft von diesem Maorma-Abschaum befreien sollen. Lorkhan möge sie alle holen. Warum verhandelt der Silvanar mit diesen dreckigen Maormann? Was habt ihr gegen die Maorma? Diese Piraten sind ein Dorn im Auge jedes Hochelfen. Sie kapern unsere Handelsschiffe und überfallen unsere Siedlungen. Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden wir nur mit dem Schwert an ihren Kehlen mit ihnen verhandeln. Habt ihr denn bei den Verhandlungen nichts zu sagen? Nicht, solange der Silvanar Diplomatie mit Kapitulation verwechselt. Er ist mit dem Rest von ihnen da drinnen und tut so, als würde diese ganze Sache nicht so oder so in Blutvergießen enden. Geht und schaut euch diese Farce selbst einmal an. Okay. In Deutschland streunen Rudel dieser Die Gespräche manchmal, ja, deswegen bleibe ich zwischendurch ganz gerne schon mal stehen und höre einfach zu. Das ist doch nur ein vorgeschobener Grund. Erstens kostet das Einrichten Geld, zweitens können die Publisher mehr Geld verdienen, da manche Spieler sich das Spiel zweimal kaufen. Da ist was dran, um mit allen Freunden spielen zu können. Und drittens gibt es sicher noch mehr Gründe, die mit Geld zusammenhängen. Allein die Erforschung einer der besseren Steuerungen würde Milliarden schlucken. Die meisten Publisher werden wahrscheinlich so denken. Ja, das ist halt echt schade, ne? Also ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass so der ein oder andere sich das halt tatsächlich aus solchen Gründen zweimal gekauft hat. Dummes Geschwätz lässt meine Krallen zucken. Ich hatte das zum Beispiel bei Diablo 3, hatte ich das kurzzeitig überlegt, weil ich halt auch einige kenne, die Diablo auf der Konsole spielen. Aber es tut mir leid. Also mit Diablo 2 hat halt bei mir das Zocken so angefangen, mit Diablo 2 und Lord of Destruction. Und für mich gehört dieses Spiel einfach an den Computer. Und auch, also generell hier bei so Sachen, wo du so sehr viele Fertigkeiten hast, wo du, ich habe ja jetzt, wenn ich kämpfe, was habe ich, Moment, das wird es mir natürlich nicht angezeigt. Ich glaube, ich habe 5 Tasten belegt damit. Ich finde, ab einem gewissen Grad wird es einfach auf der Konsole unübersichtlich von der Steuerung her. Hallo. Hi, was hockst du da so rum? Psst, dieser ist beschäftigt. Könnt ihr nicht spüren, wie das Skoma durch die Straßen fließt? Wenn ihr es nicht könnt, dann hört hin. Es ist überall um uns herum. Du bist kein Kajit. Warum redest du wie einer? Und hast eine Katzenmütze auf. Zu viel Skoma wahrscheinlich. Oh, da ist Jasmin drin. Und wir können einen Schmetterling fangen. Zerrupfen trifft es wahrscheinlich eher, weil jetzt haben wir Insektenstücke als Köder. Ein Fake-Kajit, genau. Ist viel präziser, wenn man mit der Maus umgehen kann. Man braucht keine Zielhilfe. Hast du die zwei Sticks? Du
Dodo, du meinst jetzt, dass die Steuerung mit dem Controller präziser ist? Oder was meinst du? Grüße. Also ich weiß nicht, ob man wirklich per se eine Zielhilfe braucht. Weil zum Beispiel jetzt Tomb Raider spiele ich ja, obwohl am PC, trotzdem mit Controller. Was hat der denn für eine Rüstung? Und das funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Ich glaube zwar, dass ich mich ein bisschen blöder anstelle beim Zielen tatsächlich, aber das liegt an mir, glaube ich, nicht an der Steuerung. Verzeiht mir, Freundin. Die Ankunft des Dominions auf Kenatis Rast hat die Einheimischen beunruhigt. Mir fällt es zu, die Wasser zu glätten. Bitte nehmt euch Speis und Trank. Ich werde gerne mit euch sprechen, sobald diese Sache erledigt ist. Oh, guck mal, der hat ein Piercing in der Nase, so in der Mitte. Da. Wie unerwartet! Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Freund. Dürfte ich fragen, was euch nach Mistral bringt? Unser gemeinsamer Freund dachte, ihr könntet meine Hilfe brauchen. Dann könnt ihr mich vielleicht in einer kleinen Angelegenheit beraten. Die Maorma haben ein Abkommen mit Kenatis Rast. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Ein Abkommen ist etwas, mit dem ich arbeiten kann. Dennoch wollen weder Botschafter Ulondil noch Oberhaupt Harani eine Kopie vorzeigen. Warum nicht? In der Tat, warum nicht? Die Behauptung, das Abkommen sei nicht gerecht und bindend, wäre unschicklich. Dennoch fürchte ich, dass es sich nicht ohne unmittelbares Nachfragen offenbaren wird. Würdet ihr mir in dieser Sache als meine Stimme bei Botschafter Ulondil und Oberhaupt Harani dienen? Ihr möchtet, dass ich sie um eine Kopie des Abkommens bitte? Genau. Einem ganzen Chor aus Bitten könnte es gelingen, der Melodie Gehör zu verschaffen. Harani scheint besonders begierig darauf zu sein, diese Sache zu bereinigen. Doch ich fürchte, dass ihr wegen der Anwesenheit des Dominions die Hände gebunden sind. Doch das überlasse ich alles euch. Toll. Schön die Probleme abwälzen. Na gut. So, ach, die stehen direkt hier drüben. Wir haben seit Generationen unser Abkommen mit dem Volk von Kenatis Rast eingehalten. Und so vergelten sie uns unsere Freundlichkeit? Wir werden es diesen diebischen Hochelfen nicht gestatten, in unseren Wassern Fuß zu fassen. Der hat unheimliche Augen. Zielhilfe ist meist so fein, die merkt man beim Zocken kaum. Okay. Ah, du meintest auch die Maus, oder? Okay. Die Maoma erheben Anspruch auf Kenatis Rast. Rechtmäßig gehört diese Insel uns. Die Leute von Harani halten sie nur mit unserer Zustimmung besetzt. Wenn sie das Abkommen bricht, ist damit auch unser Waffenstillstand gebrochen. Wir werden uns unsere Insel zurückholen. Und die Khajiit werden den Preis dafür bezahlen. Wo ist dieses Abkommen? Wir bewahren unsere Kopie auf einer Insel weit fort von hier auf. Ich sehe keinen Grund, nach ihr schicken zu lassen. Ich werde diesen hochelfischen Dockratten doch nicht noch eine Gelegenheit verschaffen, uns unseren rechtmäßigen Besitz zu stehlen. Warum geht ihr nicht und belästigt Harani wegen ihrer Kopie? Na, die sind ja einsichtig. Es ist schwer, sich seit dem Orkan an alle neuen Gesichter zu erinnern. Aber diese glaubt, wir haben uns schon getroffen. Willkommen in Mistral, Reisende. Möge euer Aufenthalt hier voller warmer Winde und weicher Sande sein. Ja, was für eine schöne Begrüßung. Voller warmer Winde und weicher Sande. Der Silvanar möchte eure Kopie des Abkommens sehen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass dies allein schon die Lage mit unseren langjährigen Verbündeten von den Maormer nur noch heikler gestalten würde. Sie empfinden die Ansprüche des Dominions auf unsere Insel als große Schmähung. Warum habt ihr ein Abkommen mit den Maormern unterzeichnet? Schaut euch um. Was für große Armeen seht ihr hier? Unser Überleben hängt davon ab, stets zu wissen, wann wir kämpfen müssen und wann wir uns mit Fremden gutzustellen haben. Das Abkommen hat uns über Generationen hinweg Wohlstand gebracht. Ich werde nicht diejenige sein, die es bricht. Okay. Und jetzt sind wir kein Stück weiter. Konntet ihr ein Exemplar des Abkommens sicherstellen? Nein. Dann gibt es kaum Aussichten auf einen Kompromiss. Ich werde eine Pause in den offiziellen Gesprächen einberufen, bis sich alle wieder beruhigt haben. Ihr begreift schon, was hier auf dem Spiel steht, ja? Gerade deswegen bitte ich euch, eine aktivere Rolle beim Aufspüren des Abkommens zu übernehmen. Ich tue das nicht leichtfertig. Was genau meint ihr? Ich kann nicht zulassen, dass die erste Handlung des Dominions auf Kenatis Rast eine kriegerische ist.
Ich habe gehört, unser gemeinsamer Freund wüsste den Rum, der in einer Taverne hier in der Nähe ausgeschenkt wird, sehr zu schätzen. Vielleicht hat er ja einen Einfall, wie man an eine Kopie des Abkommens herankommen könnte. Ist Silvana euer echter Name? Es ist ein Name, ein Titel und unsere heilige Stadt. Es ist eine Ehre, ein so wichtiges Wort mit sich herumzutragen. Und auch eine Bürde, weil es gelegentlich für Verwirrung bei Außenseitern sorgt. Nicht einmal die grüne Dame nennt mich bei meinem Geburtsnamen. Ich schätze, Edelorn geht einem auch nicht gerade leicht von der Zunge. Ja, Dodo, da hast du recht. Also ich spiele zum Beispiel eigentlich Shooter auch lieber am PC, wenn ich denn Shooter spiele. Ich spiele sie sehr selten. Zum Beispiel im Moment Overwatch würde ich im Leben nicht auf einer Konsole spielen, da würde ich nicht mit klarkommen. Tomb Raider bildet so tatsächlich eine Ausnahme, dass ich das mit PlayStation-Controller spiele. Wie lange habt ihr diese Stellung schon? Als Silvana? Mir kommt es vor, als wäre es erst seit gestern. Aber die Falten in meinem Gesicht sagen etwas anderes. Oder meintet ihr als Gesandter des Dominions? Ich habe seit ihrer Gründung diplomatische Aufgaben für unsere junge Allianz übernommen. Also noch gar nicht so furchtbar lange. Und was haltet ihr von der Allianz? Eine frisch gewachsene Frucht, noch ohne jeden Makel. Im Interesse des gesamten Bosmer-Volkes ist es mein Ziel, dass es auch so bleibt. Wenn ihr mit der grünen Dame sprecht, haltet ihr Betragen nicht für Abscheu vor dem Dominion. Sie vermisst einfach nur ihre Heimat, Valenwald. Wer ist die grüne Dame? Sie nährt mich und ich wiederum sie. Gemeinsam verkörpern wir die Erwartungen des Bosmer-Volkes. Einfacher ausgedrückt ist sie die Liebe meines Lebens. Oder auch einfach außerdem deine Frau. Außerdem wird sie missmutig, wenn ich in ihrer Nähe von ihr schwärme. Ich sage lieber nichts mehr. Okay. Müssen wir raus? Okay, wir müssen anscheinend raus. Wahre Konsolenspieler schalten immer die Zielhilfe aus. Wo müssen wir denn hin? Starrt für 5 Gold in seine Augen. Starrt in das Gesicht des Todes. Was? Das da soll das Gesicht des Todes sein? Für 10 dürft ihr eure Hände auf sein Fell legen. Fühlt die Muskeln einer wahren Tötungsmaschine. Oh nein. Och, lasst ihn doch da raus. Kommt und seht. Haltet Abstand von der Bestie. Ich kann ihren Geruch nur ertragen, weil ich ihm so lange ausgesetzt war. Lass doch den armen Hund da raus. Was soll denn das? Sorgt euch nicht. Er ist gut eingesperrt. Blöde Kuh, dich mag ich nicht. Tahara würde ihm nicht das Fleisch von euren Knochen reißen lassen. Wo steht die? Wo steht die Badin? Unsere erste Badin. Wenn ihr dem Dominion beitretet, geht es nicht darum, was ihr verliert. Hier ist unsere erste Badin. Guck mal. Ach, ich mag das. Seid angehängt von seiner kalten, schleimigen Nase. Euch ungeahnter Wohlstand. Toba und Zwielicht ohne Scham. Gemeinsam werden wir Einigkeit erreichen. Das war nicht mein Lieblingslied von den Baden. Es hängt tatsächlich stark vom Spiel ab, welche Steuerung besser ist. Prügelspiele wie Devil May Cry oder Sportspiele wie Rocket League möchte ich im Leben nicht mit Maus und Tastatur spielen. Nee, Prügelspiele in der Tat nicht. Sorgt euch nicht, er ist gut eingesperrt. Ich wette, der bricht später hinaus. Aber hast du den Blick gesehen? Die Badenlieder habe ich als MP3 auf der Platte. Ach, wie cool. Ich habe mal gesucht, ich hatte sie damals nicht gefunden. Mir gefällt am besten eine Bardin, auf jeden Fall. Die hatte ich damals gesehen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt sie steht. Wenn ich sie sehe, weiß ich. Sie steht auf jeden Fall auf so einer Holzbühne. Und das Lied, was dazu gehört, ach, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit einem Kristall, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Ihr denkt, dass dieser bei der Arbeit ringt? Gut, dann denken es auch alle anderen. Was wird denn so gemunkelt, meine neue Freundin? Der Silvana muss das Abkommen sehen, aber niemand will mit einer Kopie herausrücken. Ulondil will es sicher einfach nur nicht.
Seine Viperenzunge ist scharf. Aber Harani hingegen kann es nicht, weil ihre Kopie gestohlen wurde. Es braucht nur 3 Schluck, um die Zunge eines jeden Kanzleiangestellten zu lockern, falls ihr neugierig seid. Wer hat Haranis Kopie des Abkommens gestohlen? Eine gute Frage. Ras beantwortet sie mit einem interessanten Fakt. Ulondil hat am Tag des Diebstahls eine Wache vor seinen Gemächern postiert. Seine Raffinesse steht nur seiner angenehmen Persönlichkeit nach. Oh, und für das Botschaftspersonal sind es 5 Becher. 6 schalten sie aus. Seid ihr sicher, dass Ulondil das gestohlene Abkommen hat? Jemand muss sich in die Botschaft der Maorma schleichen, an der Wache vorbeikommen und die Privatgemächer von Ulondil durchstöbern. Oh, und das alles ohne Blutvergießen. Sonst kommt es zum Krieg mit den Maorma. Falls er nicht deutlich genug war, Ras spricht von euch. Warum ich? Der Pragmatiker in diesem würde sagen, es läge daran, dass ihr keine enge Verbindung zum Dominion habt. Der Optimist würde sagen, es läge daran, dass ihr eure Fähigkeiten schon mehr als einmal unter Beweis gestellt habt. Trefft uns an der Brücke, wenn ihr das Abkommen habt. Sanftschnur heißt die Nachbarin. Er mag betrunken sein, aber Rasumdar ist ein schnittiger Läufer. Wartet ab. Aber er trinkt doch gar nicht. Zum Gruße. Ach, ich mag Rasumdar, der ist so großartig.